Warum nur können Menschen, denen es viel besser geht, nicht glücklicher sein? In der Welt der Superreichen wird gestritten, dass die Fetzen fliegen. Um sage und schreibe 100 Millionen Schweizer Franken kämpft ein Paar der oberen 10.000 in einem Erbstreit der besonderen Art. Das Ehepaar aus Gstaad behauptet, das Millionenerbe sei ihm vorenthalten worden. Eine der renommiertesten Zürcher Anwaltskanzleien habe ein Testament verschwinden lassen. Hans-Jörg Zumstein. Das ist nicht der Butler, sondern der Hausherr, Forrester Labrouche. Der 53-Jährige hat ein Vermögen von rund 50 Millionen Franken. Er hat noch nie in seinem Leben gearbeitet. Er führt uns in seinen neu gebauten Zweitwohnsitz bei Gstaad. Wo sind wir hier? Das ist der Gang zum Lift. Das Terrain war sehr steil, deshalb mussten wir diese Galerie bauen. Forrester Labrouche und seine Frau haben die Rundschau eingeladen, weil sie sich in einem Erbstreit ungerecht behandelt fühlen. Wir werden jetzt mit dem Lift hochfahren. Oben erwartet uns Gattin Stephanie Labrouche. Merci. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein angeblich verschwundenes Testament, in dem Forrester Labrouche als Haupterbe eingesetzt ist. Hey, bonjour. Nur durch Zufall hätten sie von diesem Testament erfahren. Als unser Gärtner hörte, worüber wir diskutierten, sagte er, ich verstehe nicht, weshalb es hier Probleme gibt. Es gibt doch ein Testament, das Ihr Großvater im Spital gemacht hat. Wir fragten, welches Testament? Er antwortete, meine Frau, die Gouvernante ihres Großvaters, weiß davon, denn sie hat dieses Testament im Spital unterzeichnet. Niederer Kraft und Frei, renommierte Anwaltskanzlei an der Zürcher Bahnhofstraße. Vater und Sohn Frei haben hier ein halbes Jahrhundert lang das Familienvermögen verwaltet. Die Freianwälte hätten das Testament verschwinden lassen, sagen die Labrouche. Darum haben sie die Kanzlei mit 22 Klagen eingedeckt. Das ist eine äußerst unglückliche Situation. Aber wie gesagt, Lügen haben kurze Beine. Also das müssen wir jetzt einfach ertragen. Das ist eine Frage von der Zeit, bis das Kartenhaus in sich zusammengeht. Hat es schon mal gegeben, dass so viele Leute bei euch eingeklagt wurden gleichzeitig? Nein, ich glaube, ich bin noch jung, aber ich wüsste keinen Fall, wo man zu solchen Druckmassnahmen gegriffen hat. Oder? Ich meine, wie gesagt, das ist einfach ohne Bezug zur Realität. Oder? Das ist Spielerei. Das hat nichts mit klaren Rechtsverhältnissen zu tun. Im großzügigen Chalet mangelt es den Labrouche an nichts, trotz der angeblich unterschlagenen 100 Millionen. Hier sind wir im kleinen Esszimmer. Hier essen wir jeden Tag, insbesondere im Winter. Und da haben wir den großen Esssalon, den wir etwas wärmer dekoriert haben, damit wir unsere Freunde empfangen können. Wir haben viele Freunde aus Gstaad und Paris, die uns besuchen. Hier gehen wir in den großen Salon. Wir haben ihn so ausgestattet, dass er nicht zu rustikal wirkt. Das ist unser großes Cheminée. Insbesondere im Winter lieben Forrester und ich das Kaminfeuer. Stephanie Labrouche hat vor 6 Jahren Forrester Labrouche geheiratet. Sie ist die Wortführerin im Erbstreit. Ihr Mann gibt seine Unterschrift. Wie kam es zu dem Streit? Als wir entschieden haben zu heiraten, haben wir, das heißt Forrester, hat sich entschieden, sich um sein Vermögen zu kümmern. Er hat also begonnen, Fragen zu stellen, denn bis dahin gaben ihm die Freis und auch seine eigene Mutter überhaupt keine Informationen.
Man muss wissen, dass Forrester nach dem Tod seines Großvaters von seiner Mutter und von den Freys unterdrückt wurde. Sie gaben ihm keine Informationen. Er wurde erniedrigt. Es war, als ob er nicht existieren würde. Il était humilié, c'est comme s'il n'existait pas. 1998 haben die beiden geheiratet. Stephanie LaBrouche betont, sie habe nicht des Geldes wegen geheiratet, sie sei schon vorher reich gewesen. Meine Frau kam nach Biarritz zu Kur und so haben wir uns kennengelernt. C'est là où on s'est rencontré. Et puis voilà. On s'est aimé, puis voilà. Ich habe schon damals gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Dieser Junge war zwar umgeben von vielen bekannten Leuten, aber er war sehr alleine. Man sah sehr schnell, dass dieser Junge nie die Mutterliebe gekannt hatte. Ich würde sagen, mein erstes Gefühl war, ihn zu schützen. Es war zu Beginn ein wenig das Kind, das ich nicht hatte. So begann unsere Beziehung. Dann sahen wir uns wieder. Wir verliebten uns. Ich arbeitete weiter bei der Bank. Ich war damals Generaldirektorin bei der Union Bancaire Privée in Genf. Dann beschlossen wir zu heiraten. Und dann haben wir auch entschieden, ein Kind zu machen. Und Olga kam zur Welt. Sag ihnen, ich heiße Olga, wie meine Großmutter, die Papa bewundert hat. Ich gleiche meiner Großmutter. Ich habe rote Haare wie meine Großmutter und auch blaue Augen wie sie. Dank moderner Medizin und einer Leihmutter sind die LaBrouche heute Eltern der knapp zweijährigen Olga. Olga hieß auch die Großmutter von Forrester LaBrouche, die Schlüsselperson der ganzen Geschichte. Sie heiratete in erster Ehe einen amerikanischen Unternehmer. Als dieser starb, war sie reich. Mit ihrem dritten Mann, Isidro, kam sie in die Schweiz. Das Geld war in Stiftungen, in sogenannten Trusts, angelegt. Die Dame hat die Trusts teilweise bereits mit ihrem ersten Ehemann in den USA gegründet. Und die Dame ist ja auch im angelsächsischen Recht zuhause und in England aufgewachsen. Und wo sie dazu mal dann in die Schweiz umgezogen ist. Das war in den 50er Jahren. In den 50er Jahren hat sie die Institutionen, mit denen sie vertraut ist, wollen beibehalten. Und das war übrigens auch der Grund gewesen, wieso dazu mal mein Vater konsultiert worden ist, weil er, gestützt auf sein Studium und die Zeit, die er in den USA dazu mal verbracht hat, gewusst hat, was ein Trust ist. Der Vater von Markus Frey ist inzwischen über 90 Jahre alt. Er lebt unansprechbar im Altersheim. Sohn Markus Frey verwaltet jetzt die Familientrusts, eine Vermögensverwaltung, die Jahr für Jahr ein stolzes Honorar einbringt. Für die LaBrouche ist klar, die Frey-Anwälte hätten Forrester benachteiligt. Im angeblich verschwundenen Testamentzusatz sei nämlich Forrester LaBrouche zum Haupterbe des Familienvermögens bestimmt worden. Die Freys aber hätten dieses Papier verschwinden lassen. Behaupten sie. Das Testament ist verschwunden. Das berühmte Testament, das im Spital gemacht wurde, ist verschwunden. Die Kronzeugin de LaBrouche. Die 52-jährige A. Heute im Rollstuhl. Sie will kein Interview geben. A., damals Gouvernante der Familie, will im Spital gesehen haben, wie Olgas Mann einen Testamentzusatz zugunsten von Forrester LaBrouche verfasst hat. Doch die Freys hätten das Testament verschwinden lassen. Die Freianwälte haben A. deshalb wegen falscher Zeugenaussage eingeklagt. A. muss jetzt vor dem Richter belegen, dass ihre Aussage vom verschwundenen Testament zutrifft. Auch Stephanie LaBrouche erscheint. Wenn ihre Kronzeugin nicht gewinnt, fällt die Geschichte in sich zusammen. Markus Frey erscheint mit der Mutter von Forrester LaBrouche. Sie glaube nicht, dass die Frey-Anwälte ein Testament unterschlagen haben, sagt sie der Rundschau. Ein Interview will sie nicht geben.
Als Zeugen geladen sind auch diese Polizisten. Vor ihnen hat Kronzeugin A. gestanden, sie habe die Geschichte erfunden. Später allerdings hat sie das Geständnis widerrufen. Schon am ersten Verhandlungstag kommt die Aussage der Kronzeugin arg ins Wanken. Das Gericht kündet das Urteil für übermorgen an. Besuch in Biarritz. Trotz der ungünstigen Prozessaussichten für das Ehepaar Labrouche gibt es keinen Zweifel. Der Testamentzusatz existiert. Für sie ist das eine unerschütterliche Tatsache. Die Ferienresidenz in Biarritz. Wäre die Geschichte mit dem angeblichen Testament wahr, dann hätte Forrester Labrouche die Villa geerbt und er hätte sie nicht aus dem Familienbesitz kaufen müssen. Also, in Tat und Wahrheit kaufte Forrester ein Haus, das schon ihm gehörte. Und als er es kaufte, gehörte es noch immer nicht ihm. Das ist eine verrückte Geschichte und das alles wegen den Freis. Hier sind wir im Salon. Hier trinken wir nach dem Essen den Kaffee. Und wie Sie sehen können, haben wir alles renoviert. Die Möbel haben wir neu gekauft. Das Haus, zu Großmutters Zeiten wunderschön, wurde nach dem Tode des Großvaters völlig vernachlässigt. Wenn man das alles sieht, dann fragt man sich, welches Interesse hatten die Freys? Ich denke, und ich bin fast überzeugt, es ging ihnen letztlich darum, das Vermögen verschwinden zu lassen. Anders ist ihre Vorgehensweise fast nicht erklärbar. Die Vorwürfe sind dermaßen ohne Bezug zur Realität, dass es einfach absurd wäre, auch noch irgendwie versuchen, dazu eine Stellung zu nehmen. Ich bitte Sie wirklich, das einem Richter zu überlassen. Bezirksgericht Lausanne, der Tag des Urteils. Unbestritten sei, urteilt der Richter, dass der Großvater im Spital ein Testament verfasst habe. Und diesen Willen habe er später nochmals schriftlich bestätigt. Und darin sei keine Rede von Forrester Labrouche als Haupterbe. Die Version sei von A. unglaubwürdig dargestellt. Sie sei schuldig der falschen Zeugenaussage. Das harte Urteil, 6 Monate Gefängnis bedingt, da A. keine Einsicht zeige. Die Geschichte mit dem Testament ist in sich zusammengefallen. Ihr Anwalt rate von einem Rekurs ab, sagt A. der Rundschau, unmittelbar nach dem Prozess. Wenig später aber sagt Stephanie Labrouche der Rundschau, A. werde sicher Rekurs einreichen. Tatsächlich unterschreibt A. 5 Tage später den Rekurs, den selbst ihr Anwalt als chancenlos beurteilt. Für Markus Frey wird der Kampf deshalb weitergehen, trotz des positiven Urteils. Ja, ich glaube, das ist sicher der erste Schritt dazu, dass das Kartenhaus jetzt in sich zusammengeht. Aber ich, wie gesagt, ich kann mich in dem Sinn über das gar nicht freuen. Denn das Ehepaar Labrouche macht weiter. Sie sind auf dem Weg zum Genfer Anwalt Marc Bonneau, der sie in diesem juristischen Abenteuer berät. Das negative Urteil sei nur eine provisorische Niederlage, tröstet er das Ehepaar. Sie sollten weiterkämpfen. Die Tatsache, dass er an der ganzen Sache verdiene, habe seinen Entscheid nicht beeinflusst, sagt Anwalt Bonneau. Ein Anwalt ist kein gewöhnlicher Kaufmann. Sein erstes Motiv ist, sich zu engagieren, wenn er sieht, da wurde ein Mensch, ein Opfer, eine Ungerechtigkeit. Dann fragt sich der Anwalt, was kann ich mit meinen Ressourcen tun, um ihm zu helfen? Das ist die erste Belohnung des Anwalts. Begleitend machen wir auch Honorarrechnungen und seien Sie versichert, meine sind stets bescheiden. Wie viel? Erlauben Sie mir, das Kundengeheimnis zu wahren. Aber Sie sind sehr angemessen, basierend auf meinem Zeitaufwand, wie bei allen Anwälten der ganzen Welt. Frau Labrouche hat uns gesagt, sie habe für diesen Kampf bereits 6 Millionen Franken ausgegeben. Wie viel haben Sie kassiert? Darauf antworte ich nicht. Aber wenn Frau Labrouche Ihnen diese Zahl genannt hat, dann meint sie damit den Aufwand für Spesen, für Anwälte in der Schweiz, in Genf, in Zürich, in Luxemburg, in England, die Übersetzungskosten, die Expertisen, die französischen Anwälte. 10 Jahre Kampf.
10 Jahre Kampf mit verschiedenen Anwaltskanzleien. Ich kenne den genauen Betrag nicht, aber wenn er zutrifft, zeigt er, wie stark Forrester LaBrouches Wunsch nach Gerechtigkeit ist. Das Warten auf die Gerechtigkeit versüßt sich Forrester LaBrouche mit schnellen Autos. Das Hochzeitsgeschenk von seiner Frau, ein Ferrari. Das ist fast ein Rennwagen. Das ist ein Vergnügen. Etwas Spezielles. Deshalb fährt man auch nur wenig damit. Das waren die Themen der Rundschau. Unsere nächste Sendung sehen Sie in einer Woche. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis dann.